$20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking. Also Jungs, wollt ihr das jetzt schenken oder nicht? Weil es ist schon ziemlich cringe, oder? Ich würde es nicht machen. Nicht also es ist schon ein bisschen weird. So, also den anderen Jungs war das schon ein bisschen peinlich, kann ich auch verstehen. Ist ja auch wirklich weird, so einfach so einen Kaktus zu schenken. Wo sollen wir es hinlegen? Ich halte mich da einfach raus. Ja, können wir jetzt hier wegwerfen. Ja, einfach drauf, wir uns später wieder. Ich wieder, ja, genau. Als wir dann da waren, hat es sich so ein bisschen komisch angefühlt, weil es war ja auch kein richtig festlicher Anlass, wozu man unbedingt ein Geschenk braucht. Also wenn ich die Mädchen gewesen wäre, ich hätte mich so über einen Kaktus gefreut, über einen Fake-Kaktus. Also, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht eigentlich. Ey, das sind ja voll... Das sind ein bisschen viele, ne? Das sind ja noch andere. Ist das hier? Leute, ist das hier? Ist das hier? Ja, als wir da ankamen, das war alles so ein bisschen hektisch. Oh, eine Katze! Hola! Hi! Hi! Na? Sprecht ihr alle Deutsch? Ja. Ja, echt? Alle? Portugiese. Portugiese? Ah, okay. Dann haben wir uns erstmal mit den Leuten bei der Surfschule unterhalten, weil wir dachten, da wären auch Steffi und Beck. Warum könnt ihr so gut Deutsch? Weil wir so Deutsche sind. Jungs, hallo, Julius, ich glaube, wir sind hier falsch. Da vorne stehen sie doch am Strand. Bis wir dann irgendwann realisiert haben, ach, die sind da gar nicht dabei. Die sitzen da am Strand auf ihren Surfbrettern. Ach so. Ja! Coming back. Ja. Ja, es war ein bisschen peinlich, aber im Nachhinein sind wir dann noch zu den anderen gekommen. Hey, wie geht's? Na, alles gut. Gut. Guten Tag. Hey. Ah, okay. Hey. Na, wie geht's? Hi. Alles gut? Ja. Hey. Sehr schön. Ne? Es war schön, die beiden wiederzusehen. Ich fand's eigentlich ganz cool. Am Anfang einfach so ein bisschen Smalltalk geführt. Habt ihr heute schon irgendwas gemacht? Nee, also wenn du Schule meinst? Ja, stimmt. Also wir haben noch Schule. Nein, wir haben schon manchmal so bis halb zwei Schule. Wann beginnt denn Schule bei euch? Also 8.30 Uhr muss in der Schule sein und dann fängt es um 9 an. Ja. Wie geht es bei euch? Meine ist um 7.40 Uhr. Ja. 7.40 Uhr? Ja. Und wann seid ihr fertig? Halb fünf. Halb fünf? Insofern haben die es morgen recht entspannt und Nachmittag recht entspannt. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Würde ich so bei mir auch einführen wollen. Wann was trinken gehen? Ja, würde ich sagen. Reden bei den anderen oder was? Ja. Du? Ja, klar, können wir gerne machen. Wie heißt du nochmal? Alex. Alex, stimmt. Und woher kannst du so gut Deutsch? Also in Brasilien, ich war in einer deutschen Schule. Okay. Ja. Also als wir dann im Gespräch mit den Mädchen und Alex waren, hat Alex schon ein bisschen mehr geredet als letztes Mal. Da war er noch ein bisschen verschlossen. Es war schön, dass er sich so öffnen konnte. Also, das sind unsere Freunde. Guys, this is our friends. Can I take? Of course. Thank you. Go ahead, take whatever you want. Nette Leute und uns wurde direkt was zu trinken angeboten und ja, auf jeden Fall ein schöner Empfang. Ja, also ich fand schon, dass die Mädchen da so ein bisschen am Janis gehangen haben. Ich glaube, die fanden den ganz gut. Ja, natürlich waren wir dann da wegen den Mädels. Deswegen dachte ich mir, verbringe ich halt mehr Zeit mit denen. Mädels, oh, hier ist so schön Mädelsabend. Deswegen dachte ich mir, schnappe ich die und wir gehen zusammen an den Strand. Du bist so hundertprozentig deutsch, würden wir sozusagen. Ich bin nicht ganz hundertprozentig. Du bist halt eine echte Kartoffel. Nee, nicht ganz, okay. Nicht ganz. Was bist du dann? Ich bin Amerikaner oder so. Mein Opa väterlicherseits war Pole. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, wie der das angestellt hat. Aber wir standen alle oben da bei der Gruppe und haben was getrunken. Und so. Und auf einmal sehen wir Janis am Strand mit den anderen da rumlaufen irgendwie. Okay, was wollen wir machen? Mir ist komplett Rennen. Egal, was wir machen. Rennen, einfach ein Wettrennen. Wettrennen. Ich einfach hier. Ich gewinne ja? Easy. Echt jetzt? Na, ich würde, von uns allen würde ich gewinnen. Ja, okay. Also rennen wir. Okay, okay. Okay, okay, let's go. Also, immer wenn irgendeine coole neue Idee kommt, bin ich einfach dabei, bin Feuer und Flamme. Ihr wart ja viel schneller, als ich dachte. Oh, ja, yeah, schade, ne? Nein. Ah, schade. Geil. Mein Gott. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Ich hab für mein Leben gerannt. Ich auch. Vielleicht tanzt man in Portugal einfach nicht, sondern man rennt. Man rennt.